Und wir bleiben irgendwie noch beim Thema. Es gibt wenige Besuche, die einen mehr erschüttern können als ein Gang durch Auschwitz-Birkenau, das größte Vernichtungslager der Nazis. Heute ist die einstige gigantische Mautfabrik eine eindrucksvolle Gedenkstätte und die Republik Österreich hatte, wie andere Länder, dort seit den 1970er Jahren eine eigene Ausstellung. Aber die war längst nicht mehr zeitgemäß und wurde deshalb 2009 geschlossen. Heute Abend wurde in Wien im Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung nach jahrelanger Verzögerung vorgestellt, was Österreich künftig in Auschwitz präsentieren will. In der neuen Ausstellung geht es vor allem darum, das anzusprechen, was in der ersten nicht dokumentiert war. Die Mitverantwortung großer Teile der österreichischen Bevölkerung an den NS-Verbrechen. Sowohl in Auschwitz als auch in Österreich, die kleinen Täter, die kleinen Profiteure, die kleinen Mitläuferinnen und Mitläufer, auch viel mehr zu thematisieren und in den Mittelpunkt zu stellen, weil die sind ja letztlich auch enorm wichtig, um eine solche Gesellschaft, um ein solches Unrechtsregime zu tragen. Dieser Plan stammt vom Österreicher Walter de Jaco, der wie andere das KZ Auschwitz-Birkenau mitgebaut hat. Wir thematisieren zum Beispiel eine Wiener Firma, die ein Angebot an das KZ Auschwitz macht und sagt, wir wollen etwas verkaufen. Und die wussten sehr wohl, das ist ein Konzentrationslager. Sie haben dort hingeschrieben und sie haben auch eine passende Ware angeboten. Es war nicht einfach, Gegenstände für die Ausstellung zusammenzutragen. Was sie gemeinsam haben, sie alle haben einen direkten Bezug zu Österreichern. Wie diese Meldung, mit der die österreichische Oberaufseherin Maria Mandl eine Frau zu 5 Tagen Stehzelle bestraft, weil sie zugesehen hat, wie jemand einen Apfel gestohlen hat. Dieser Stückstoff erinnert an ein kleines jüdisches Mädchen, das in der Wiener Sperlgasse gelebt hat. Gleich nach seiner Ankunft in Auschwitz wurde die gesamte Familie vergast. Diese Vögel wurden von einem österreichischen Vogelkundler im Lager Auschwitz geschossen und ausgestopft. Danach sendete er sie an das Naturhistorische Museum in Wien. Von Leichen oder leidenden Menschen im Lager hat er nie berichtet. Die Ausstellung wurde von einem Team von 5 Personen zusammengestellt. Sie steht unter dem Titel Entfernung – Österreich und Auschwitz. Sie wurden aus Österreich entfernt und in Auschwitz dann aus dem Leben entfernt. In Auschwitz wird die Ausstellung erst Ende nächsten Jahres zu sehen sein, denn nach wie vor wird der Block 17 renoviert. Weil aber nur wenige Österreicher Auschwitz besuchen, jährlich zwischen 5.000 bis 8.000, glaubt das Team, dass der Wirkungsgrad der Ausstellung nicht allzu groß sein wird. Deswegen haben wir immer gefordert, dass es einen Ort gibt in Österreich, wo sich Menschen hier mit dieser Geschichte intensiv auseinandersetzen. Wir wollten ursprünglich eine Ausstellung hier machen und eine in Auschwitz, damit man die Geschichte nicht sozusagen ins Ausland transferiert. Aber davon wollten politische Vertreter weder etwas hören, noch dafür Geld in die Hand nehmen. Aber man kann hinfahren.